Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video und es ist auch das erste Video aus meiner Serie Was ist eigentlich Punkt, Punkt, Punkt? Wer mir auf Instagram folgt, der weiß ja schon, dass ich da gerne sehr informative Stories mache, weil ich euch einfach mehr geben möchte als nur einen Einblick in meinen Alltag und mein Leben, sondern ich möchte euch Wissen vermitteln, denn Wissen ist Macht. Heute möchte ich eine Antwort finden auf die Frage, was ist eigentlich eine Genossenschaft? Hört man ja ständig, aber ganz ehrlich, ich bin 32 Jahre alt und habe es das erste Mal erst so richtig vor 2 Jahren gecheckt, was das eigentlich ist. Das erste Mal so richtig darauf aufmerksam geworden bin ich, als ich bei der Apfelernte mit dabei war in Südtirol. Da hat nämlich der Bauer seine Äpfel in eine Genossenschaft gegeben. Und diese Genossenschaft hat dann die Äpfel von den unterschiedlichen Bauern sozusagen verwaltet. Also sie haben dort Maschinen angeschafft, um sie zu sortieren, zu lagern, zu etikettieren und dann später auch in den Handel zu bringen. Und was halt allein ein Bauer überhaupt nicht stemmen könnte, das können halt die Mitglieder dieser Genossenschaft alle zusammen. Und das ist nämlich auch das Motto der Genossenschaft. Was einer allein nicht schaffen kann, das schaffen viele. Yeah. Allein in Deutschland gibt es 20 Millionen Menschen, die in 8000 unterschiedlichen Genossenschaften Mitglied sind. Zum Beispiel die Winzergenossenschaft, die Schülergenossenschaft, die Apothekengenossenschaft, die Seebestattungsgenossenschaft, die Schornsteinfegergenossenschaft, die Generationengenossenschaft. Es gibt so viele. Anhand von einem Beispiel möchte ich euch jetzt da erklären, wie so eine Genossenschaft funktioniert. Nämlich an der Generationengenossenschaft. Die fand ich voll interessant. Die Mitglieder dieser Genossenschaft, die alle aus den unterschiedlichsten Generationen sind, helfen sich gegenseitig bei der Arbeit, die sie halt selbst nicht machen können. Das ist Nehmen und Geben. So ist zum Beispiel möglich, dass die ältere Dame im 4. Stock in ihrem Haus, ihrem Zuhause, ihrer gewohnten Umgebung wohnen bleiben kann, weil ihr jemand hilft bei den Einkäufen, die er ihr hochträgt oder sonstige Sachen, die halt so im Haushalt gemacht werden müssen. Die Generationengenossenschaft bietet halt eine Plattform, auf der man nachbarschaftliche Selbsthilfe aufbauen und auch nutzen kann. Und da wird halt ein wunderschöner Zusammenhalt erzeugt. Pro Stunde erhaltener Hilfe zahlt das Mitglied 9 Euro. Davon gehen 6 an denjenigen, der geholfen hat. Und 3 werden halt für die gemeinnützige Genossenschaft für laufende Kosten verwendet. Man kann sein Guthaben also auch gegen eine andere Hilfeleistung eintauschen. Oder man kann das Ganze dann am Ende an eine gemeinnützige Sache spenden. Und ja, ist ein richtig cooles Konzept. Ja, und woher kommt diese Idee eigentlich? In Deutschland haben unabhängig voneinander 2 Menschen so Mitte des 19. Jahrhunderts so die ersten Genossenschaften gegründet. Und der eine Name wird euch bestimmt bekannt sein. Es ist einmal der Herr Hermann Schulze-Delitzsch und der Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Ja, durch die damalige Industrialisierung herrschte halt eine absolute Landflucht. Die Bauern hatten kaum Geld, es gab Missernten und sie kämpften einfach ums Überleben. Ja, der Friedrich Wilhelm Raiffeisen hat dann sozusagen den ersten Hilfeverein gegründet, um diesen notleidenden Bauern irgendwie unter die Arme zu greifen. Ja, einerseits hat dieser Verein den Mitgliedern Geld geliehen. Das waren vor allem Schenkungen von Reicheren, das waren zinsenlose Darlehens oder jeder musste auch einen kleinen Mitgliedsbeitrag leisten. Andererseits schafften sich die Bauern halt auch gemeinschaftlich Saatgut, Vieh oder Ackergeräte an. So ein Gerät können ja mehrere benutzen. Ja, so Genossenschaften sind einfach sowas wie die Hilfe zur Selbsthilfe und haben halt auch heute noch eine total tragende Rolle, wie man zum Beispiel an der Generationengenossenschaft sieht. Sie verhindern halt so eine Ausbeutung und sorgen halt für Sicherheit, Stabilität und Kontinuität. Ja, der Name Raiffeisen, der kam euch bestimmt durch die Volksbank Raiffeisen EG bekannt vor und das EG im Namen heißt halt, es ist eine eingetragene Genossenschaft. Die Bank handelt also nach den Zielen und Werten einer Genossenschaft. Es geht also hier nicht um Börsentrends, Rendite und solche Sachen, sondern es geht darum, dass jedes Mitglied eine Stimme hat und eigentlich so entscheiden kann, in welche Richtung es geht. Also hier hat man auch wieder das Motto, was einer alleine schafft, das schaffen viele. Ich hoffe, ich konnte es euch einigermaßen gut erklären. Ich freue mich über einen Daumen hoch und jetzt seid ihr dran. Was soll ich denn als nächstes erklären? Ihr könnt es mir gerne in den Kommentaren schreiben. Ich dachte daran, dass ich Mikroplastik, was ist Mikroplastik, als nächstes mal nochmal ausführlich erkläre. Das hatte ich schon mal in Instagram-Story, aber hier könnte ich es nochmal richtig ausführlich erklären. Jo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich würde mich voll freuen, wenn ihr mir auch mal schreibt, ob ihr vielleicht in einer Genossenschaft seid. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es heißt, was ist eigentlich Punkt, Punkt, Punkt. Bis bald!